Willkommen zurück, Leute, zum nächsten Part von Let's Play Super Mario World Land. Danke, World war nächstes Dings. Da, wir helfen uns erstmal. So, der letzte Part ging erstaunlich lang, aber wir haben zu meinen Entsetzen tatsächlich geschafft. Und hier geht es weiter in Welt 3-2. Ach du Scheiße. Du siehst, es wird komplizierter und hier haben wir jetzt halt gar keinen Rückfallbonus bis jetzt. Was die ganze Sache halt leicht kompliziert macht, wir müssen irgendwie hier in einem Mann abkommen. Aber er sieht halt zumal nicht so kompliziert aus wie der Rest. Also diese Spinnen können einen Angst machen. Weihnachten ist vorbei. Richtig. Oh, eine Spinne. Ja, und jedes Mal, wenn wir jetzt so eine Spinne treffen, kann ich den Safe setzen. Hey, das macht so viel Spaß. Jetzt müsste man da jeden Millimeter hier absafen, damit wir es irgendwie hinbekommen. Ey Leute, ich habe keinen Peil, ob das jetzt der letzte Part ist oder wie lange das Ganze jetzt noch geht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann euch verraten, es wird noch ein paar Jahre dauern. Also findet mal raus, wie viel Welten es eigentlich gibt in Super Mario World. Land. Wie sag ich immer Welt? Keine Ahnung. Muss ich das wissen? Erstmal Safe State wieder reinklatzen. Wie always the same thing. Zum Glück hat Gott die Kohle erfunden. Sonst wäre das hier nicht möglich für mich. Wir sind so müde. Ich bin auch so müde. Aber das Level macht mir irgendwie Spaß hier. Ich mag es irgendwie, wenn mein Gegner das sieht. Und ich hasse es, die Maus mit der linken Hand anzupassen. Sehr schön. Das stimmt meine linke Hand. Ah, nicht da. So, Super Mario Land. Perfekt. Du wirst es gleich an der Ärmel ziehen, wenn ich jetzt sag, wie viel Welten es gibt. Okay. Ich bin vollkommen ruhig. Was dauert denn das? Super Brosland ist in vier Welten unterteilt, genau. Wobei jede dieser aus drei Leveln besteht. Mit insgesamt 12 Leveln ist das Spiel also wesentlich weniger umfangreich als beispielsweise das wenige Jahre ältere Super Mario Bros. Also, das heißt, auf gut Deutsch sind danach noch eine Welt. Schaffen wir mit zwei Paten. Doch. Nein, schaffen wir erst nicht. Ich sage voraus, du kannst dein ganzes Leben mit diesem Spiel verbringen. Wir brauchen doch noch ein paar Parte mehr, aber wir schaffen zumindest, wir schaffen es heute, dieses Spiel fertig zu spielen. Du kannst die Maus jetzt, wenn du das machst, auch auf deine Seite tun, ne? Du kannst die Maus, wenn du es machst, auch auf deine Seite tun. Aber warum machst du es nicht? Weil ich jetzt kurz weg muss, bin gleich wieder da. Warum lässt er mich alleine? Und wieso sagt er mir nicht, warum er mich alleine lässt? Ich muss aufs Earth sind, er lässt dich alleine. Ich bin gleich wieder da. So. Das ist jetzt, Alter, fühl dich cool dafür! Was? Fühl dich cool dafür! Jetzt spiel weiter und dann machen Self-State. Eben. Saven. Und so XX. Y. Nein! Das ist nicht Y. Ich weiß. Nein, du weißt nichts. Und tu die Maus danach immer da oben ins Rote, sonst sieht man die nämlich im Bildschirm. Ich sag dir gerade, ich weiß alles. Du musst mir jetzt widersprechen. Du bist nicht Gott. So, also bekommst du es hin, dann bin ich jetzt gleich wieder da. Nein. Glaube ich auch. Aber vielleicht lass ich mich ein bisschen besser belehren und wenn ich das nach unten komme, bist du irgendwie schon hier in Welt 3-3. Das wäre mir nicht mal sehr schön. Aber ich glaube, da muss irgendwie eine Stunde dafür oben sein. Ja. Wenn wir das haben wollen würden.
nicht so schlecht bin. Ich save jetzt einfach permanent. Weil das dumm. Erscheint mir halt sinnvoll. Ja. Genau. Das Game kann ich mir nicht entladen, Game. Warum? Ulla. Deswegen habe ich permanent gesaved. So. Es muss wirklich bitter sein, dieses Spiel. Wenn du dann dich komplett durchgekämpft hast und irgendwie im letzten Level der letzten Welt irgendwie so zugrunde gehst. Ja, das ist mir echt nicht. Ja. Aus 2. Es gibt einen zweiten Spiel. Mit was? Eisteil. Ich hab sogar einen Fettenfall. Von Faust. Was? Von Faust. Nein, für diesen Game. Ich bin nicht begeistert. Weil du hast. Ich hab gerade Fucky Goethe 3 zitiert und du hast gesagt, es gibt sogar einen dritten Teil. Dann. Kannst du das von meinem letzten Game? Das war jetzt irgendwie. Haben wir aneinander vorbeigespeakt. Ja, wir sind ein bisschen lauter, als der Flashbox. Ich will aber nicht lauter sein. Ich glaube, ich könnte das Ganze auch einfach mal klüger machen. Das wäre, glaube ich, besser. Das würde dazu führen, dass wir hier. Ich bin einfach grottenschlecht, kann es sein. Ach ja. Ich bin in Aktion Mitleid mit dem Riesenbaby. Genau. So. Ich wäre kein guter YouTuber, glaube ich. Mir fehlen die Worte. Also, ich kann schon sehr gut sprechen und spielen gleichzeitig. Das Ding ist nur, dass ich dann nicht gut spiele. Ich muss mich immer in eine Trance versetzen, damit ich irgendwas gut kann. Ja? Und in Trance versetzen kann ich mich nur, wenn ich irgendwas mag. Genau, das wird mein Problem, genau. Falls es irgendwie Sinn ergibt, nein, tut's nicht. Schade. Also, es muss ein Wunder geschehen, damit ich es heute noch schaffe. Nein! Was ein Scheiß. Da hat man sowas mal geschafft. Will gerade das Spiel sichern. Und dann wird man im letzten Moment vor dem Klick, dem Entscheidenden, getötet. Nein, so. Viel zu fies. Also. Es ist traurig. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich gedacht, ich wäre gut in Jump and Run. Sehr witzig. So. Ja. Diese Musik, die ich leise, aber eigentlich ziemlich laut aus dem Kopfhörer höre, den ich nicht aufhabe, ist irgendwie extrem laut. Ich habe den Verdacht, dass David nicht gescheit hören kann. Was auch so manche andere Aktionen erklärt. Obwohl, nein. Tut's nicht. Es würde dann wieder überhaupt keinen Sinn ergeben. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede, und das wird auch so bleiben. Ach, scheiße. Ja. Exakt. Da wollte ich hin. Ich finde das. Wenn sie das schon einbauen hier, was sie hier eingebaut haben, dann sollten sie das auch einfach mal anders machen. Also so, dass man das halt schneller machen kann, irgendwie. Weil ich hab vergessen, wie das heißt. So, ganz in Ruhe. Sind wir weitergekommen? Nicht raten. Naja, ich definiere weiter. Ich hab ein... Also nicht. Nein.
gut zu wissen. Warte mal, so. Okay, 10 Minuten gespielt und nicht wirklich. Naja, ich bin schon gut großartig ich bin schon vorangekommen, aber. Das ist ja schon mal was. Großartig. Jedes Mal. Aber ich will diesen Pilz nicht verlieren. Das ist das Einzige, was mich vor irgendwas schützen kann noch. Ja? Deswegen lade ich das jetzt hier permanent neu. Kann man. Sollte man aber nicht. Ja, mal definitiv machen. Yay. Yeah. So. Es ist so schlimm. Also dieses Spiel tut es sichtbar. Ich mach so einen Fall, denkst du. Das Bild tut es sichtbar, glaube ich, überfordern, ne? Na. Das ist ein sehr zeitungsmäßiges Spiel, aber. Ja. David? Mach. Doch nicht jedes Mal, wenn wir jetzt wegen dem Bescheiden. Doch, diesen Pilz muss ich zwingend behalten. Sterbe ich. Du stirbst oder so. Ja. Und das ist keine gute Taktik. Spring da oben rauf. Ja, sehe ich denn? Es hat sich eher diese Situation verslästert. Yeah. So. Ihr seht schon, dieses Spiel hat gewisse Schwierigkeiten. Yay. Wir haben gewisse Schwierigkeiten. Du hast gewisse Schwierigkeiten mit dem Spiel. Ja. Aber jetzt bekommen wir es ein gutes Kinn. Nein. Wir probieren es jetzt, okay. Da sind viele Gegner. Ach nee, wie wird das Ersten Welt 4? Brauchen wir ja nicht Jahre dazu. Moment mal, das lief jetzt ja eigentlich fast schon gut. Ich hätte nur endlich mal auf die Idee kommen sollen, da stehen zu bleiben. Gut, dann weißt du jetzt, was du jetzt richtig machst. Ich hab den Verdacht nichts. Ja? Ich glaube nicht, dass ich jemals irgendwas richtig machen würde. Das würde mir nie passieren. Laber nicht so viel, denk halt an Selbstvertrauen. Ja, kannst nicht bei Kick vor 1,99 kaufen. Nee, eben, 2,99. Pass auf! Ja, ja. Ja, ja, du mich auch. Zum Heftdaten an einer anderen Stelle. Hab ich gut gemacht. Ja, David. Ich muss zugeben, es macht mir Spaß. Ich hol, glaube ich, da jetzt mal so einen Kotzbügeleimer. Kotzbügeleimer? Was ist ein Kotzbügeleimer? Ich erfinde heute auch wieder geile Wörter. Kotzbügeleimer. Ein Bügeleimer gibt es. Kotzeimer gibt es auch. Aber ein. Digga! Ich glaube, wir finden das im Kotzbügeleimer. Aber ein Kotzbügeleimer ist eine sehr kreative Neuschöpfung. Fängt er dann zu. Hier sieht man zwei dumme Menschen, die haben ein Spiel. Ein beschissenes Spiel, was 0 dann freigegeben ist, was irgendwie so. 5-Jährige besser hinbekommen als wir. Was machst du denn? Du verarschst mich doch gerade jetzt hier. Jetzt konzentrier dich, wir machen nach diesem Part eine kleine Pause. Ist okay. Aber den Part musst du jetzt noch hinbekommen. Ja, ja. Okay, mach safe. Man zwar eigentlich 2 Level. Safe. Ernsthaft? Ja. Wir können es aber nicht in jeder Sekunde safen, ne? Deshalb braucht viel, ja, viel zu viel Zeit. Ja, wir laden dich in Saves dann. Yay! Dieses Spiel zu spielen war definitiv eine geile Idee, ne? Aber wir müssen damit. Oh, Kind. Ja, pressen. Mama mia. Mama mia. Sorry. So. Da-di-da-dudel. So. Wir erledigen jetzt vorsichtig dieses Spiel. Junge, du tust probieren mit ohne Wand ab bloß die Gegend zu rennen. Das ist immer noch besser, als das dauernd in den Tod zu reißen, weil es mehr Zeit verbraucht. Du begehst jetzt keinen Selbstmord mehr, egal was passieren mag. Was auch immer passieren mag. Ja, das war kein Selbstmord. Junge, ich hol gleich meine Peitschen aus dem Keller. Oh je. Ich sehe, nee. Das beunruhigt mich jetzt erst hier.
Jetzt schauen wir, dass du was Gutes hier jetzt rausbringst. Ja, und ich komme jetzt erst mit meiner Peite. Ein langes Popohaue. So, konzentrieren wir uns jetzt. Was? Ach, das ist der. So, jetzt konzentrier dich und jetzt tun wir Stopp. Mach das Ding da oben kalt. Und jetzt halt Stopp. Stopp. Keiner berührt das Haus. Haus berührt. Auf meine Wand anzufassen. So, mach. Mach, Achtung. Was denn? Du musst schon konzentrieren. 3, 2, 1. Finde es auch. Leute, die haben das eventuell besser hingekriegt. Feuerblume. Bah! Bah! Das geht doch Stunden weiter, ne? Hallo, es kann sich nur noch um Stunden machen. Du nicht da! Du musst dort auf diesen Absatz. Jetzt halt. Bah. Du weißt doch, wie man das Ding da wegtrommt. Oh. Du hast jemals ein Leben mehr. Sag mal, du hast jetzt ein Leben, ne? Ja. Gerade verspielt. Nee, du hast ja noch ein Leben. Weiter jetzt. Nein! Wann wird es jetzt wieder losgehen? Hol dir die Blume, oh Gott! Mama Mia! Mama Mia! Nee, also ist langsam hier, der Klempner muss jetzt die Welt zu Altenheim, oder ja, was? Ja, langsam, macht mir was. Sag mal, es ist wieder ein Leben. Siehst du, wir haben ein Leben mehr. Das ist gut. Und sobald du die Blume hast, du mir selbst daten. So, ich überschreibe mal wieder Y, weil es viel Spaß macht. Weiter geht's. Ganz dünnes Eis, passt du auf, was du sagst. So. Das war mal ein Treffer. Nein. Ein gutes Zeichen. Du hast Hinterkopf jucken. Alter. Ich hab ja keine Ahnung, was für mich Hinterkopf jucken bedeutet. Es interessiert mich auch nicht wirklich. Deswegen bin ja alten Knochen gegeben. Der Winter kommt! Überraschung. Achtung, da musst du wieder drauf huppeln. Spring! Stop, safe state! Ich stell mich da gar nicht so schlecht an. Stopp, jetzt stopp, Achtung. Ja. An dieser Stelle tun wir jetzt saven. Oh yeah. So, wir haben nämlich ein Leben auf parat, das wir auf gar keinen Fall irgendwie verlieren wollen. Außer wir müssen es. Die Zeit. Was? Die Zeit. Meinst du, die Zeit bringt mich um? Du solltest zumindest mal ein bisschen jetzt hier happy happy. Happy happy. Achtung! Ich bin happy happy geworden. So. Ich load jetzt diesen Dingster Boomster. Ja. Hab ich gut gemacht. Ja, aber wir probieren es trotzdem. Ja, ist gut, ich versuche einen Rush. Gut. Rush Hour. Probier das Beste, was du einfach hier hinbekommst. Das war's nicht. So. Also ist. Das ist so eine Abklatze hier. So eine Abklatze. Das alles ist! Oh Gott! Perfekt. Du bist wieder 1 Millimeter weiter als beim vorigen Slot, ey. Hände hoch, Wochenende! Was? Heute ist halt. Hände hoch, Wochenende. Ist heute Freitag oder Samstag? Siehst du, heute ist Samstag. Having a good time! Having a good time! Hoch da. Nein, lieber nicht. Wenn du da bist. Jetzt bring doch nicht auf dieses Tier da. Mann, du machst das jetzt hier gescheit, okay? Ich geb mir Mühe. Gut, gib dir Mühe, Sklave. Kappa. So ist es. So, wir schließen. Vielleicht machen wir den Part doch nur das eine Level hier, nachdem, weil ich nicht wieder einen Stundenpart produzieren möchte, da habe ich erst so Nachteile davon.
Das ärgert mich immer noch, dass das letzte... Vielleicht habe ich den das letzte Mal auch in zwei Teile geteilt. Wenn ich es schneide, wer weiß, vielleicht habe ich das sogar. Wäre im Nachhinein sinnvoller. Hey, hey, alles ready? Hey, hey, just hear my number, so call me maybe. Also, ich fühle mich... Du bist auch wie dumm. Und das konnte man auch hier besser machen. Wenn du das... Alter! Ergibt Sinn! Du wolltest rassen und nicht verkacken. Ist doch das gleiche. Nein! Aber sowas von nicht. Okay, dann hab ich da die Wörter verwechselt. Blindhu. Was ist ein Blindhu? Du. Ich soll so etwas Niederes wie ein Blindhu sein. Soll mir's helfen? Ja. Man weiß ja nie, was passiert. Ich helfe dir, einen möglichen Stelle, eine beschissene Level hinzubekommen. Nein. Das Game macht das Spaß. Und deshalb, wenn man es auch antwortet, was davor kommt, war es relativ gut, dass wir ein Safe-Ding auch tief ein- ausatmen. Die Schnappatmung. Oh komm, Ken, die Schnappatmung hat dir gerade diesen phänomenalen Rush hier versaut. Du kommst hin. Doch. Lass mich in Ruhe mit meiner... Unten! Nein. Und da haben wir's. Wir haben dieses Level. Und wir haben jetzt erst 20 Minuten verbraucht. Verlege es, machen wir das... Ja, wir machen das nächste jetzt auch noch. Ganz kurzfristig entschlossen. Und ich kann immer noch Feuerbälle schmeißen. Möge es so lange dauern, wie es soll. Erstmal safen hier, am Anfang von dieser Welt. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt geht's weiter. Dass wir also die dritte Welt des Zimmer beenden und im nächsten Part nur noch die vierte haben, die aber eh ein bisschen complicated wird, wie ich denke. Ja, weil wir einfach so sogar ein bisschen sehr complicated. Ja, schau mal, wir sind schon für die dritte Welt zu tun. Aber das letzte Mal, dass ich jetzt loade. Dann muss man ohne Loaden ausräumen. Ja, dass du halt dich jetzt konzentrieren musst. Meinst du, dass ich nochmal bei 1-1 anfangen muss? Nein, das nicht. Soll ganz schnell passieren. No panic. Deshalb gibt's ja netterweise diese Load-Version. Darum spiele ich auch mit Emulatoren viel lieber als auf den realen Konsolen. Und jetzt hast du... Ja, nicht gut. Ich bin eine... So, so langsam mich dieses... Halleluja! Hat sich rangehört, so. So wie du immer klingst. Also, schreck und behindert. Ja. Weiter geht's. Wir machen das jetzt hier. Ich nicht. Auch du. Ich geh alleine weiter. Du spielst doch gerade, also musst. Nein! Ich darf da nicht den Fehler machen, loszulassen. Da darfst du nicht den Fehler machen, überhaupt zu denken. Denk nicht und rass einfach. Du hast. Okay. Das hilft jetzt Essen mehr. Ich denke. Du denkst gerade daran, dass du nicht denken sollst, denkst du. Mist. Siehst du? Gut, wir helfen uns mal an dieser Stelle. David, save, aber save nicht in den Y, nicht in den Y. Wie? Einfach genau so. So, Sicherungssafe. Empfehle dir einen beachtenswerten Y auch immer, dass man safe zu Hause hat. Wie komme ich jetzt gerade darauf? So. Achtung. Warte, bis das Ding da ist. Jetzt bring drauf. Da rein. Ja. Na weiter! Das ist irgendwie dumm. Sie so, machen zwar trotzdem immer diesen Kraterstellen. Ja. Weil wir da einfach vorteilhaft am. Nein! Wir machen nicht den Kraterstellen. Doch! Mach Y. Nein, Y ist wieder ganz vom Anfang. Ja, ist mir. Nein. Wir machen den, ich bekomme mal zu hin. Ich nicht. Auch du. Ja, leider. Es rest du, wo kommst du das hin? Hey. Nein, doch! Kein
kein falsches Vertrauen in deine Freunde. Setz das doch ab, du Horst. Nein, ich bin nur noch Mamma mia. So. Let's kill somebody like you. Exakt. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Bumm. Rein da. Kann man nicht, oder? Nein. Wir safen. Stopp! Ich habe gerade gesagt, wir safen. Jetzt brauche ich auch nicht mehr safen. Okay, ich lade den nochmal. Und dann safen wir an der Stelle. Man muss immer mit Gefahren rechnen. Die, das war gerade so Karma. Mit Ansage. Aber wirklich mit Ansage. So. Spring! Ich tue gleich einen Entsetzenshilfenstreib von mir geben. Und den hat man noch 300 Kilometer von meinem Haus entfernt. Ah! Nochmal. Sag mal, was machst du, du dumme neue Fehler? Die Dinger rutschen. Ne? Spring bitte gescheit, danke. Nein. So ein Netbetter. Ich will den Y-Spielstand. Den gibt's nicht mehr. Vorbei. Aus. Aus die Maus. Katze. Katze. Bitte, jetzt bring ich einmal gescheit damit. Nein, ich will nicht. Safe. Mach jetzt hier was draus. So. Nee, das ist ja alles freiwillig. Du machst freiwillig bei Gamma-Codes mit, du stehst freiwillig auf meiner Homepage und alles freiwillig. Du hast mich zwangsläufig dort angemeldet. Ja, weil du Gamma-Codes. Stopp! Wir speichern. Nein. Da, jetzt. Ich speichere nicht. Doch, Junge. Ist fucked up! Ich will nicht. Nicht Y, Junge, ernsthaft, das ist zu weit zurück. Nicht Y. Fabian, ernsthaft, nicht Y. Ich halte deine Hand, um dich zu trösten. Kind, das ist doch viel zu weit. So. Ey, ganz ehrlich. Das ist viel zu... Nein, ist es nicht. Doch, ist nein, es. Es gibt Riesenvorteile. Es gibt null Vorteile. Doch. So, das hat mich überzeugt. Okay. Davon, dass es keine Vorteile gibt. Bang, bang. Ja, bang. Also, ihr merkt schon, die Stimmung hier ist gerade übelst geil. So wie es. Sorry, ich muss einfach mal sein. Sag mir, was ist absichtlich, ne? Hier, Lohnentstreichung. Kannst du nicht machen. Kommst eh kein. So. Ja, okay. Das wissen alle eh schon. Ein Sklave. Nein, kein Sexsklave. Nein, davon. Junge, jetzt hör auf mal über so eine Scheiße zu reden. Und wir machen das jetzt gescheit. Also, wie kommst du jetzt hin? Dahin! Hoch! Pass auf dich auf! Stopp! Ey, du Langweiler! Und das helfen wir jetzt bei Y. Und Spielstand. Ab jetzt kommen Y nämlich auf Symia Laden. Was hier in dem Fall wirklich notwendig ist. Oh, da hast du zwar null Leben, aber okay, weiter geht's. Geht dann einmal gut und dann kommt David. Und da rutschst du runter. Da rutscht du runter. Probier nach oben zu springen. Nein, nicht singen, nicht singen, konzentrieren, ernsthaft nicht singen. Ja. Leute, ja. Dieses Spiel ist komisch. Einfach nur komisch. Ich mag es auch. What the hell?
Und nein, es wird wieder, das wird keine wieder Stundenaufnahme. Was rutscht da immer runter? Das wird eine Tageaufnahme. Rutscht da nicht runter, das ist uncool. Du gehst halt. Oh! Hey! Ich bekomme jetzt erst gleich den Hampel! Mario wurde nach alter Tradition die Klippe runtergeschmissen. Ich meine, geil, die Klippe runter! Wie konzentriert das jetzt einmal? Himmel! Du springst da so drauf, dass du nicht runterflutzt. Du musst dort drauf. Und glaube es. Und dann irgendwie halt weiter. Ach so! Amen. Da 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 da. So, jetzt stopp mal. Keiner ruft an! Wir konzentrieren uns. Stopp mal. Stopp. Du machst jetzt einmal kurz so. Und so. Wir tun uns gerade die Stirn massieren. Und jetzt so. So. Jetzt ist dein Hirn wieder freigeräumt. Jetzt kannst du es wieder weitermachen. So, weiter geht's. Achtung. So. Jetzt kommen wir uns wieder das Hirn konzentrieren. Das war eine Quadratsozi-Übung. Was machst du? Springst die nächste Klippe. So denken mir so, nee, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Ich denke nicht, ich hab keine Hirnsäulen mehr. Keine Hirnsäulen. Na cool, du hattest noch nie Hirnzellen. Du hast mich gezwungen, mich selber zu hauen. Ja. So, jetzt machen wir es aber mal gescheit hier, Mann. Das ist wie im Kindergarten hier. Ist auch. Aber das machen wir jetzt gescheit. Scheiße Sachen bringen halt Geld, ne? Ey, bitte mal nicht so rumbrüllen, wie so ein Kind, was gerade irgendwie vom Typen verprügelt wird. So. Also jetzt musst du da hoch. Mach, ich hab mir mal gesagt, ich soll mich nicht in eine rausgeben. Ja? Jetzt hat. Siehst. Hoch da. Stopp. Jetzt hat Schieß. Ja, bestimmt. Nehmen wir mal den hier. Mine, mine, wüsste. Du hast einen in der Kiste. Hoch da. So, hoch. Hoch. Hoch da. Hoch da. Unter da. Und stopp. Nein. Das wird wieder offensichtlich Y-Selbststand. Nein, ich es nicht. Das andere wäre dumm. Unwürdig ist irgendwas nicht. Ich schalte immer noch. Ah! Da gibt es aber ein One-Up, das ist schon mal ein Riesenpilz. Ja, ist mein Riesenpilz. Gibt keine Riesenpilze. Dieser Dings der Boomster. Ein Dings der Boomster ist gut. Und die das nächste Mal holst du den Dings der Boomster. Der eine Putzi hat es aber gesagt. Bevor du den da. Bevor dich dieser Typ mal krassiert, holst du dir den. Massakriert. One-Up, ja, meine ich doch. Oh Gott, der war am ersten drin. Das merkst du jetzt einmal. Es ist scheißegal, was ist. Hol deine Mutter da. So. Nein, meine Mutter hat nichts mit dem Ganzen zu tun. Ich weiß. Ausnahmsweise. Das heißt ausnahmsweise. Ja. Normalerweise ist es immer, wenn ich versklavt werde, meine Mutter. Sag mal, du hast jetzt Lust, durch die Gegend zu hüpfen. So. Durch die Gegend hüpfen ist der erstes. Von Mario. Gut. Super. Konzentrier dich. Nein. Stopp. Nein. Jetzt sind wir nämlich groß. Ja. Sag mal nicht so unentspannend. Achtung. Nicht. So. Vielleicht schaffen wir das Level doch noch irgendwann. Ich glaube nicht. What the hell? Lass mich in Ruhe! Junger Mann! Oder junges Und das ist das Ende vom Level. Das sieht man mal, wir haben es echt nicht mehr weit.
Und das schaffen wir, glaube ich, jetzt in diesem Part bestimmt noch unter 40 Minuten. Yay. Wie lange geht der Part schon? 34. Ja, das denke ich nicht. Huch. Ich hab's versucht. Ich glaub's dir. Aber wir sind, das Ziel kommen immer näher. Das ist eine sehr gute Tatsache. Nein. Das ist scheiße. Ja, komm, da haben wir noch eine Welt vor uns und die schaffen wir jetzt auch noch nach einer kleinen Pause. Ich sagte, alles ist scheiße. Und dann respektierst du das nicht, oder wie? Und da und da haben wir es geschafft. Sehr schön. Liebe Leute, die vierte Welt steht nur noch vor uns. Die machen wir im nächsten Part. Zumindest fangen damit an. Mach's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Und das machen wir auch im nächsten Part.